Ja, löschen, meine lieben Geschwister. Wir machen heute weiter in der Sure 2, die Kuh im Koran. Wir wollen heute mal ein bisschen darüber lesen, ein bisschen die Logik angucken. Mal sehen, was da so los ist, ein bisschen darüber schwätzen. Doch davor wollen wir doch mal gucken. Eins habe ich ganz vergessen, was mir wichtig war zu sagen. Und zwar, Moment. Und zwar. Bei 24 sind wir stehen geblieben, ja, und da sagt er, doch wenn ihr es nicht tut und ihr werdet es nicht tun, dann hütet euch vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, das ist für die Ungläubigen bereitet, ja. Hier sagt er, hier geht es ja darum, wenn ihr Zeugen habt, ja, oder bessere Wörter bringen könnt, oder die wahrhaftig sind, dann bringt sie doch her, ja. Und hier habe ich ja schon Allahs Wörter ja schon korrigiert oder gesagt, wie er es hätte sagen müssen, denn er ist ja Allah und ich in der dritten Person sprechen sollte, wie im Video, denn Allah hat den Koran runtergebracht. Da sehen wir hier ganz klar, und ihr werdet es nicht tun. Ist eine Prophetie, dass wir es nicht tun werden. Ich habe es aber schon getan, bevor ich den Satz überhaupt gelesen habe. Ja, ich habe den Koran früher schon mal gelesen, ich habe mich aber daran nicht erinnert, also nicht bewusst gemacht. Ja, also, so. Ich habe es schon getan, ja. Der Koran soll angeblich von Allah runtergekommen sein. Also muss Allah so sprechen in der Ich-Form und nicht von sich selber in der dritten Person, ja. Genau. So, also fehlgeschlagen. So, wir machen weiter. Das war mir wichtig, nochmal hinzuzufügen. Wir machen weiter bei 25. Und er verkündete denen, die glauben und rechtschaffende Werke tun, in Klammern die frohe Botschaft, dass ihnen Gärten zuteil werden, durcheilt von Bächen. Jedes Mal, wenn sie mit einer Frucht daraus versorgt werden, sagen sie, das ist ja das, womit wir zuvor versorgt wurden, doch es ist ihnen eine ihr ähnliche gegeben worden. Und darin haben sie vollkommene gereinigte Gattinnen. Und ewig werden sie darin bleiben. Ich kann diesen Konfus das nicht mal lesen. Ja? So. Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder mit etwas darüber hinaus zu prägen. Was nun diejenigen angeht, die glauben, so wissen sie, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig sind, so sagen sie, was will denn Allah damit als Gleichnis? Er lässt damit viele in die Irre gehen und leitet viele damit recht. Doch lässt er damit nur die Freveler in die Irre gehen. Hier sehen wir wieder, dass Allah, ja, der ist, der die Leute in die Irre gehen lässt. Wir haben auch in der Bibel, haben wir auch, wer sich gegen Gott stellt. Aber hier sehen wir ganz klar, dass sich die Leute, die sich gegen Gott stellt, er sie bis zum dritten und vierten Glied verstockt. Trotzdem können noch die Ungläubigen, ja, die Ungläubigen, können trotzdem noch bei uns errettet werden. Hier sind es einfach nur die Freveler, ja. Dass er die Freveler, ja, jemand, der Frevel, ja, lässt Allah direkt in die Irre gehen, der ist nicht mehr zu retten. Warum wird das hier gesagt? Es ist doch Schicksal in Islam. Ja, hier wieder ein, es ist schon wieder total Widerspruch. Es ist doch sowieso Schicksal. Allah hat schon vorher bestimmt Adam, ja, Allah hat vor Adams Kreation, 40 Tage vor Adams Kreation, seine Sünden schon geschrieben gehabt, die er gemacht hat. Versteht ihr? Ja? Also wie kann ein Freveler in die Irre gehen lassen, ja, wenn Allah der Grund ist, dass er frevelt. Allah hat ihn so erschaffen, dass er ein Freveler wird. Das ist Schicksal. Und dann lässt er ihn in die Irre gehen, weil er frevelt, obwohl Allah sein Schicksal so bestimmt hat. So, was haben wir hier noch? Ja, hier wieder ganz klar. Ja, ja, die Gläubigen sind Moment. Herrn, was diejenigen angeht. Genau. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig sind, so sagen sie, was will denn Allah mit diesem Gleichnis? Ja, hier gleich die Ausrede. Hier bringt er schon eine Ausrede, weil er von alleine schon weiß, dass sein Gebabbel, ja, von dem Autor dieses Buches einfach nur Schwachsinn ist und er weiß, dass sie es kritisieren werden. Ja, und dann sagt er eben, die Frevele werden in die Irre gehen. Ja. Und halt, ja, was nun diejenigen angeht, die glauben, so wissen sie, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Einfach, sie wissen, ja, dass es die Wahrheit ist. Ja? So. Hey! So, 27.
die Allahs Bund nach seiner Abmachung brechen und trennen, was Allah befohlen hat, dass es verbunden werden soll und auf der Erde Unheil stiften, das sind die Verlierer. Ja, hier schon wieder. Ja, ist doch alles schon Schicksal, alles schon vorherbestimmt. Ja. Allah ist der Grund der Freveler, ja, der Ungläubigen, ja, die den Bund Allahs brechen, ja, und damit die Verlierer sind. Ja. Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und er euch dann lebendig gemacht hat, euch hierauf sterben lässt und darauf wieder lebendig machen wird, worauf ihr zu ihm zurückgebracht werdet? Nekromantismus. Ich habe ein Video gemacht. Das habe ich noch nicht so ganz studiert, das Nekromantismus in Islam, aber Gott sei Dank finden wir jetzt hier ein Vers, ja, 28. Und da habe ich das mal angesprochen, das Nekromantismus in Islam. Nekromantismus, das ist, ja, Tote anbieten, ja, zum Beispiel zu Sachen zu sagen, wie jetzt zum Beispiel, Segen und Frieden auf Mohammed, ja. Du kannst einem Toten kein Segen und Frieden wünschen. Das geht nur zu Lebzeiten. Segen und Frieden auf einen Lebenden kannst du ihm wünschen. Wenn du es auf einen Toten machst, ist das Nekromantismus, ja. Und hier: Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und er euch dann lebendig gemacht hat? Das heißt hier nicht Endzeit, ja, ihr wart tot, dann hat er euch lebendig, dann würde es heißen, er euch lebendig machen wird. Hier lest ihr ganz klar raus, falls Muslime jetzt Ausrede finden, ne, das ist zur Endzeit, ja, nein. Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und er euch dann lebendig gemacht hat, euch hierauf sterben lässt und darauf wieder lebendig machen wird? Ja, das, der zweite Teil kann dann zur Endzeit sein, ja, wollen wir fair sein, wir sind fair, kann man ganz klar auf die Endzeit dann berufen, aber ihr wart tot, wurdet lebendig, stirbt wieder, werdet wieder lebendig. Versteht ihr? Hier kann man nicht sagen, dass der erste Teil der Endzeit ist, sondern dass wir vorher tot schon waren. Nekromantismus, ja. Er ist es, also Zombies, ja, Puppen, Zombies, ja. Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Er weiß über alles Bescheid. Hier haben wir den Vers, ne? Wo ich gesagt habe mit erst Himmel und dann Erde und dann einmal erst Erde und dann einmal Himmel, ja. Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf, ja. Und sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmel formte. Er weiß über alles Bescheid. So. Er ist es, der für euch alles auf der Erde erschuf und sich hierauf, ja, er hat alles, was auf der Erde ist. Alles, was auf der Erde ist, ja. Natürlich keine Autos heute oder sowas, damals. Ja. Alles, Tiere, Bäume, alles war schon erschaffen. Versteht ihr? Alles war schon erschaffen. Dann wandte er sich den Himmel zu. Er kreierte den Himmel. Und aus diesem siebten Himmel machte er dann sieben Himmel. Ja? Ich denke, das war leicht zu verstehen. Trotzdem tue ich das mal erklären. Ja? Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und sich hierauf den Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Er weiß über alles Bescheid. Ja, hier, das habe ich schon mal ein Video gemacht, brauchen wir nicht hier zu wiederholen. Ja? Erst macht er die Erde, dann macht er erst den Himmel. Dabei wissen wir ganz genau, ja, ohne die Atmosphäre oder ohne Himmel können die Tiere gar nicht leben. Also die Tiere und dann erst den Himmel, das geht gar nicht. Ja. Die Tiere würden sterben, ja, und die Menschen würden sterben, ohne wenn der Himmel, der erste Himmel erschaffen worden ist, die Atmosphäre und alles, ja. Schachmatt-Islam, wissenschaftlich jetzt hier, ja, logisch, ja. Naturgesetzen und so weiter. So, 30. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen, da sagten sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir dich doch lobpreisen und deine Heiligkeit lossingen? Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst.
Die Engel, das habe ich auch schon oft in meinen Videos. Ich musste viele Videos am Anfang löschen. Ich weiß nicht, ob das noch in einem meiner Videos dabei ist, weil ich da ein bisschen zu krass abgegangen bin. Ja. Entschuldigung, die ganzen Mücken, weil wir hier echt jetzt nah hier an diesen Bäumen, da sind immer viele Mücken. So. Hier sagen die Engel, willst du denn einen Menschen schaffen, der Blut vergießen will? Wir haben auch in der Bibel, haben wir das auch, ja, das glaube ich auch, dass die Bibel sagen, dass die Engel da ein bisschen kritisiert haben, ja. Aber hier sagt er schon ganz, die Engel wissen ganz gleich, wissen Sie, die Engel wissen, dass Mohammed, dass der Mensch, beziehungsweise der Mensch, Blut vergießen wird. Ja? Willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, ja? Einen Statthalter? Ach, Moment, wir reden hier von Mohammed. Ja? Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen, da sagt sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Seht ihr, wer tut Unheil machen? Ich glaube, das war Vers 6, war das Vers 6? Vers 12 oder sowas. In dem anderen Video, wo ich gesagt habe, die Muslime sind die Unheil stiften. Und die Engel bestätigen hier, dass es die Muslime sind mit ihren Statthalter Mohammed, die hier den Unheil stiften und das Blut vergießen. Die Engel sagen es, der gefallene Engel mit seiner Gefolgschaft der Dämonen. Ja, die Dämonen bestätigen hier in Islam, ist der Islam eine Religion von Satan? Mein Video, guckt euch das an. Bestätigt hier ganz genau, die Dämonen sprechen hier und sagen es euch. Ja. Und Allah sagt, ich weiß, was ihr nicht wisst. So, und er lehrte Adam die Namen alle. Ja? Hierauf legte er sie den Engeln vor und sagte, teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid. Ja, ich weiß, was ihr nicht wisst. Dann kommt 31, und er lehrte Adam die Namen alle. Hierauf sagte er, ja. So. Ist jetzt Mohammed oder Adam als Statthalter genannt, werden wir jetzt feststellen. Ist egal, denn wenn Mohammed als Gott ist sowieso dasselbe. Ist ja sowieso dasselbe, ist ja eine Ideologie, ja. Und wenn Mohammed, Gott, ja, wo Allah Adam erschuf, sagte er, oh, du hast alles für Mohammed gemacht und hin und her. Da sagte Allah, woher weißt du das? Woher weißt du von Mohammed? Dann sagte er, ich habe den Namen von Mohammed auf deinem Thron geschnitzt gesehen oder gesehen. Ne? Also der Name Mohammed war auf dem Thron Allahs, bevor er überhaupt Adam kreiert hat. Ja? Also kann sein, dass jetzt hier der Statthalter Adam gemeint worden ist oder Mohammed, lesen wir mal weiter, dann stellen wir es vielleicht fest. Ja? 32. Sie sagten, Preis sei dir. Wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast. Du bist ja der Allwissende und Allweise. 33. Er sagte, O Adam, teile ihnen ihre Namen mit. Als er ihnen ihre Namen mitgeteilt hatte, sagte er, habe ich euch nicht gesagt, ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde. Und ich weiß auch, was ihr offen liegt und was ihr verborgen zu halten sucht. Ja. 34. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Iblis, ja, er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. Ja. Und wir sagten, o Adam, Iblis kann nicht ungläubig sein. Er steht, schaut mal, was für ein Schwachsinn. Satan ist auch nicht ungläubig. Satan ist auch nicht ungläubig in der Bibel. Er glaubt mehr als jeder Mensch an Gott und Jesus. Er kommt ja von da. Hat Gott mit eigenen Augen gesehen. Wie kann er ungläubig sein? Und Iblis ist auch sozusagen der gefallene Engel im Islam. Ja, also der, ja. Und er zählt als Ungläubiger. Wie denn, wenn er vor Allah stand? Ja. Seht ihr, wie dieser Islam sich schachmatt macht? Seite für Seite, Leute. Das ist unfassbar. Ja. Und wir sagten, oh Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten, Paradies in Klammern, den Garten, ja, und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt. Aber nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Doch Satan entfernte sich davon und da vertrieb er sie
Ach, jetzt haben wir schon hier den Satan, ja, ohne hier Iblis und dann, ja, jetzt ist auf einmal schon der Satan. Okay, gut. Doch Satan entfernte sich davon und da vertrieb er sie aus dem, worin sie in Klammern an Glückseligkeit, Klammer zu, gewesen waren. Wir sagten, geht fort, einige von euch seien der andere Feind. Einige von euch seien der andere Feind. Und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Missbrauch auf Zeit haben. Ja? 37. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte und darauf nahm er seine Reue an. Er ist ja der Reue annehmende und Barmherzige. Also Adam ist der Reue annehmende und Barmherzige. Ja, barmherzig für was? Ja, auf was soll er barmherzig sein? Auf was soll Adam barmherzig sein? Er ist nicht der Richter, er ist nicht der urteilt, wer ist das? Ja, der Statthalter. Ja, also es scheint hier doch um Adam zu gehen, dass er der Statthalter sein soll. Der Blut vergießen wird. Schauen wir mal. Der Reue annehmende und Barmherzige. Er nimmt Reue an. Wenn ich Reue annehme, ist es, weil ich viele Sünden gemacht habe, nicht wahr? Ja? Wenn ich Reue gemacht habe, ist es, weil ich viele Sünden gemacht habe, bin aber dann der Barmherzige. Ja? Wir sagten, geht alle fort von ihm, dem Paradiesgarten in Klammern. Wenn nun von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. 30. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Ja? Hier sehen wir auch ganz klar, dass die Hölle kopiert ist von der Bibel. Hier fängt das an. Ja, die Hölle wurde kopiert. Iblis, Satan wurde kopiert. Ja, bei uns Satan, bei denen Iblis. Ja, Adam wurde kopiert. Die ganze Geschichte wurde kopiert. Ja, und übernommen und ein bisschen vertreten und blablabla. Ja. Ewig werden sie da drinnen bleiben. 40. O Kinder Israel. Hier ist ein Druckfehler, Leute. O Kinder Israels, gedenkt meiner Kunst und ich euch erwiesen habe. Entschuldigung. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe. Und haltet euren Bund mir gegenüber. So will ich meinen Bund euch gegenüber halten und von mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben. Seht ihr, ich wollte erstmal ein bisschen weiterlesen. Vielleicht finden wir noch was, aber seht ihr, wie hier der Kopierer der Bibel den Bund kopiert, ja, er kopiert den Bund, findet aber selber aus dem eigenen Kopf nichts, was er hinzufügen kann, umdrehen kann, ja, einen anderen Bund, zum Beispiel bei uns den Regenbogen oder den neuen Bund Jesus zum Beispiel, ja, findet nichts, kann sich selber nichts vorstellen und tut einfach nur von dem Bund reden, aber hier wird der Bund gar nicht definiert. Okay, vielleicht kommt später noch was, aber lassen wir das mal hier so stehen. Ja? Dass hier einfach von dem Bund jetzt schon ein zweiter Vers von dem Bund spricht, der Bund überhaupt nicht definiert ist, was der Bund überhaupt sein soll. Vielleicht kommt das noch. Ja? Wenn nicht, dann seht ihr, dass der Autor dieses Korans ziemlich schwach in der Birne war. Ja? So. 41. Und glaubt an das, was ich, in Klammern, als Offenbarung hinabgesandt habe, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt. Und seid nicht die Ersten, die es verleugnen, und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis, und mich allein sollt ihr fürchten. So. Und glaubt an das, was ich als Offenbarung hinabgesandt habe, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt. Also die Offenbarung, ja, wird hinabgesandt, was schon bereits vorliegt, ja. Und seid nicht die Ersten, die es verleugnen. Schon hier Komplexe, ja, hat Gott Komplexe gleich so. Gott war ja am Anfang, ja, in der Bibel immer gleich mit allen da. Es muss es erschienen, warum sollte der zu einem sagen, der ihn selber sieht, seid nicht die Ersten, die mich verleugnen? Ja? Warum soll er das zu Adam sagen? Adam, seid ihr nicht die erste Generation, so zum Beispiel, dass man es ein bisschen versteht, die mich verleugnen? Schon gleich so, hey, aber bitte, ich,
Ja, auch wenn du ihr checkt, dass das alles hier nicht vom Allah ist, tut mich ja nicht verleugnen. Versteht ihr? So Kindergartengebabbel. Du bist im Kindergarten, ja, und tust eine Gruppe, ja, so eine Gruppe gründen, so mit den Jungs, ja, yeah, ja, yeah, irgend so eine Gruppe. Ja, aber bitte lehnt mich nicht ab, bitte guck mal, ja, seid nicht die Ersten, sonst guck mal, da bin ich ja, wollte gerade was starten hier und dann bin ich ja schon ganz alleine, ihr lehnt mich ja gleich ab. Versteht ihr, so ein fünfjähriges Gebabbel hier, Leute, Mann. Ja, Psychologie, verstehen, ja. Unfassbar. Und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche. Ja, und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Wo ihr doch wisst. Ja? Allah sagt dann später, oder beziehungsweise in islamischen Lehre heißt es dann später, ja. Nee, Allah, ja, Allah selber später lernt, sagt Allah dann selber, die Imame, die Lehre des Islams sind nicht die, die glauben, sondern wissen. Ja? Sind nicht glauben? Nee, sind nicht die, die wissen, sondern glauben. Die Lehre, ja? Die Lehre des Islams sind nicht die, die wissen, sondern glauben. Und hier sagt er, ja, und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Sie wissen gar nichts. Sie wissen nichts. Denn selbst die Lehre des Islams wissen nicht, sondern glauben. Er hätte hier sagen müssen, und ihr verschweigt, nicht die Wahrheit, wo ihr doch glaubt. Ja, hier steht aber wisst. Und selbst die Lehre des Islams wissen nicht, sondern glauben. Schachmat. Fettes Schachmat, wenn dann das Problem ist, dass man das viel später dann liest und dann das hier vielleicht vergessen hat und dann nicht merkt, diesen fetten Eigentor, diesen, ja, die wir hier schon ständig in jedem Satz haben, ja. Und verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe und verbeugt euch im Gebet mit denen und entrichtet die Abgabe, ja. Müssen wir was abgeben, mal gucken, ob hier was steht. Nicht gleich Logik reinbringen, bevor wir wissen, worum es geht. Aber hier sehen wir schon mal, was abgeben. Ja? Wir sollen, am Anfang sollten im Alten Testament bei uns in der Bibel, sollten wir Opfergaben bringen, aber keine Gaben, keine Abgaben machen. Abgaben ist ganz klar, versteht man, was Abgaben sind. Ja? Befehlt ihr denn den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift lest, begreift ihr denn nicht? Das ist so. Und sucht, 45, und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen. Ja? Allah sagt, dass es schwer ist zu beten. Es ist freilich schwer zu beten. Wo ist das schwer zu beten? Wisst ihr, wie Leute... beten. Es gibt Leute, die es, ich als Mensch kann sagen, es ist schwer für mich. Ja, warum? Ja, ich sage schwer, es ist, weil ich faul bin, weil ich eben einfach nicht so demütig bin, nicht so gottfürchtig bin oder ja, mir nicht wirklich Gedanken mache oder was, welche Macht die Gebete haben. Ja, als von Mensch zu Mensch individuell. Es gibt bei Christian Prinz, in dem Video von Christian Prinz habe ich das, glaube ich, letztens erst gesehen. Da hat er erzählt, dass es Leute gibt, da gibt es, oder war das in der Doku? Ich weiß jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Da gibt es Menschen, die beten 3 Tage lang hintereinander. Christian Prinz war es, genau. Christian Prinz hat es gesagt. Jetzt erinnere ich mich, da gibt es nämlich arabische Christen, die tun, glaube ich, zu Ostern tun sie 3 Tage lang, 3 Tage lang die Bibel singen auf Aramäisch, ja, und auswendig, komplett 3-mal hintereinander. Die stehen da und singen und beten und hammerhart, ja. Es gibt Menschen, orthodoxe Christen, und ich will das jetzt nicht hier kritisieren, ja, wer weniger gebetet. Ich sage jetzt nur mal, es gibt Leute, die beten so brutal, das ist nicht mehr normal. Die beten jeden Tag mindestens einmal oder ja. Und wo tut hier Allah tut sich immer rechtfertigen? Schon rechtfertigen, weil er weiß, wie die Menschen agieren, ja. Gut. Es ist freilich schwer und nur nicht für die Demütigen, ja. So, die daran glauben, dass sie ihren Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm zurückkehren. O Kinder Israel, wieso ist das hier so Israels? So ein bisschen komisch gedruckt, Leute, Entschuldigung. Okay, Kinder Israels, bedenkt meine Gunst, die ich euch erwiesen habe, und dass ich
euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. So. Ja. Gott bevorzugte niemanden bei uns in der Bibel. Wir sind alle gleich. Ja, doch, die Israeliten sind doch die Kinder. Ja, die anderen waren alle Paganen. Paganen, Gott weiß ja alles und er weiß, dass die anderen Völker, wie wir es ja heute sehen, sehr schwer bis in die heutige Zeit, China, ja, Iran, ja, und viele Länder bis in die heutige Zeit Gott einfach ablehnen. Ja? Und natürlich musste ein fester Standpunkt da sein, ein, ja, und darum auch die ganzen Gebote verteidigen und hindern, dass es dann weitergeht, weil wenn die Juden tot wären, wäre es vorbei gewesen. Darum diese ganzen Gebote, wie sie sich auch verteidigen sollen und hindern, und wie wir auch daraus lernen können, wie wir uns verteidigen können. Ja? Lasset die Hilfsbedürftigen rein, doch beide sollen dasselbe Gesetz annehmen. Ja, war ein Gebot für die Juden, wie sie lernen, dass die Juden nicht ihres verlieren. Ja, mischt euch nicht unter ihnen, denn sonst werden sie sich eures aufdringen und dann wäre es vorbei mit den Juden. Ja, wenn die sich vermischen würden, sagen ja, kommt alle rein. Ja, und sich mit denen vermischen, dann ist dann früher vorbei. Der letzte Markus kommt später. Versteht ihr? Ja, und daraus können wir aber Christen auch lernen, denn wir sind die Erben. Ja, wir sind die Erben, wir können daraus lernen aus diesen Geschichten. Die sind nicht verloren. Ja, so. Und Gott bei uns, alle Menschen sind gleich. Ja, alle Menschen sind gleich, wer das Christentum annimmt. Ja, und es hieß ja selber auch schon damals bei den Judentum, dass sie das Gesetz annehmen können. Ja, damals der Gerechte wurde ja. Auch bei den auch der Paganen, ja, wenn sie ihres angenommen haben, sie sollten ja sogar dann den Sabbat mitfeiern, wenn sie das annahmen von den Juden, zum Beispiel da kam, was weiß ich, ein Pagane, der kam zu den Juden, hat da gearbeitet, hat das angenommen, wollte sein wie sie, oder beziehungsweise, was heißt sein wie sie, wollte das ihren Glauben leben, ja, dann hat Gott sogar gesagt, ja, dass er muss dann auch den Sabbat mitmachen und sowas, ja, und ach, wie heißt dieses Fest mit P bei den Juden? Entschuldigung, ich habe es vergessen. Ja, ein bisschen peinlich. Ja gut, okay. So, wie gesagt, ich tue nicht vorbereiten, ich rede aus mir hier gerade frei heraus, ja? So. Also ihr Lieben, ja, ansonsten sind alle Menschen sind gleich. Gott liebt alle Menschen, ja, und bevorzugt keine Menschen. Jeder hat die Chance, in den Himmel zu kommen, ja. Und damals, ja, was war mit den Indios damals, wo Jesus nicht kam, habe ich mir in Videos auch schon erklärt, wenn sie einen Gott erkannt haben, und sie haben ja auch einen Gott erkannt, wie ihr seht, ja, die Inkas, was ist denn jetzt passiert, die Inkas, die Mayas, ja, und so weiter, die haben ja alle einen Gott erkannt, versteht ihr, nur böse Sachen dann gemacht, versteht ihr, aber wenn Menschen einen Gott erkannt haben und gerecht gelebt haben, ich sag mal, gut im Herz waren, ja, haben sie auch eine Chance, in den Himmel zu kommen. Und wir sehen, sie haben Gott erkannt. Versteht ihr? So. Und hier hat Gott alle gleich, ja, gleich geliebt und gleich die Chance gegeben, zu Gott zu kommen. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle, eine andere übernehmen kann und von keiner Fürsprache noch Ersatz, in Klammern Leistung, angenommen wird und ihnen keine Hilfe zuteilt wird. 49. Und gedenkt, als wir euch von den Leuten Pharaons erretteten, die euch eine böse Qual auferlegten, indem sie eure Söhne allesamt abschlachteten und nur eure Frauen am Leben ließen, darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. Was für eine Prüfung, was für eine Prüfung, ist doch alles Schicksal und vorherbestimmt, was will Allah prüfen, ist doch schon vorherbestimmt. Und als wir für euch das Meer teilten und euch so retteten und die Leute Pharaons ertrinken ließen, während ihr zuschaute, ja, kopierte Geschichte des Pharaos mit Moses, Pharaons, also Pharaons soll wohl hier Moses sein, ja, das gespaltete Meer, die Leute Pharaons ertrinken, Entschuldigung, Pharaons war der Ägypter, Entschuldigung, und Moses wohl, ja, die Geschichte mit Moses vor der Ägypter, die Leute Pharaons ertrinken ließen, ja, während ihr zuschautet, ja, und hier steht, indem sie eure Söhne allesamt abschlachteten und nur eure Frauen am Leben ließen, ja.
indem sie ihre Söhne allesamt abschlachteten. Alle Söhne waren tot. Jetzt passt mal gut auf. Alle Söhne waren tot. Wenn alle Söhne tot waren, ja, wenn alle Söhne tot waren, dann gab es ja nur noch die älteren Männer von damals, ja, und die Frauen am Leben ließen. Also alle Söhne waren tot. So. Und hier ist das, okay. Die älteren Männer mussten dann wieder Kinder zeugen, ja. Es ist ein bisschen verdreht. Versteht ihr, was ich meine? Bei uns in der Bibel steht nicht, dass die Söhne alle abgeschlachtet worden sind. Dass alle Söhne komplett abgeschlachtet worden sind, ja. Wieder hier ein bisschen verdreht. Stimmt nicht. Ja, in der Bibel ist es nicht, dass alle Söhne abgeschlachtet worden sind, ja. Und als wir und die alten, alle älteren Männer überlebt haben, ja, steht doch nicht drin, oder, in der Bibel, so steht das nicht. Sie sind abgehauen, ein paar sind gestorben, ja, sind abgehauen, die Zeit der Entrückung. Und als wir für euch das Meer teilten und euch so retteten und die Leute Pharaons ertrinken ließen, während ihr zuschautet. Und als wir uns mit Moses, ja, als wir uns mit Musa auf 40 Nächte rede ich schon jüdisch, Alter. Was ist denn hier los? Und als wir uns mit Musa auf 40 Nächte verabredeten, dann nahmt ihr dann nach ihm das Kalb an, womit ihr Unrecht hattet. Seht ihr, wie der hier kopiert? Ja, das mit dem Kalb. Und als wir uns mit Musa auf 40 Nächte verabredeten, dann nahmt ihr dann nach ihm das Kalb an, womit ihr Unrecht hattet. Hierauf, nach alledem, verziehen wir euch, auf dass ihr dankbar werdet. Ja? Wieder hier kopiert die Geschichte mit dem Kalb. Ganz ein Satz, einfach nur ein Satz. Ja, nicht großartig weiter. Hier, nach alledem, verziehen wir euch, auf dass wir dankbar wären. Und als wir Musa die Schrift und die Unterscheidung gaben, auf dass ihr recht geleitet werdet. 54. Und als Musa zu seinem Volk sagte, oh mein Volk, ihr habt euch selbst Unrecht zugefügt, indem ihr das Kalb zum Gegenstand der Anbindung genommen habt, Entschuldigung, ich vergesse manchmal, dass die Suren nicht chronologisch angeordnet sind, dann denke ich manchmal, das ist ja schon Stopp, aber die sind ja, wie gesagt, nach Größe und nach der Größe und nach der Länge angeordnet, dann verzeiht mir, ja, dass ich da manchmal denke, es ist schon Stopp und dann hier meine Logik reinbringe. Nun vor eurem erschaffenen Erschaffer und tötet dann die Schuldigen unter euch selbst. Dies ist besser für euch vor eurem Erschaffer. Und dein Name, eure Reue an, er ist ja der Reue annehmende und Barmherzige. Nun vor eurem Erschaffer und tötet dann die Schuldigen unter euch selbst. Die Leute, die den Kalb angeboten haben, ja, sollten getötet werden. Dies ist besser für euch vor eurem Erschaffer. Und dann nahm er eure Reue an. Ja, er ist ja der Reue annehmende und Barmherzige. Er hat den Leuten nur nicht mal eine Chance gegeben zu bereuen. Er hat den Leuten nicht mal eine Chance gegeben, barmherzig zu sein. Er hat direkt befohlen, sie zu töten. Er hat also gesagt, tötet die, denen wir nicht barmherzig sind und denen wir keine Chance, Reue zu geben. Wenn ihr sie tötet, ihr werdet dann Barmherzigkeit von uns bekommen. Obwohl die ja gar nicht die waren. Oh mein Gott, was für ein Satansbuch, Alter. Ja? Die weiterhin an Allah geglaubt haben, sollten die töten, die an die Kuh geglaubt haben. An den goldenen Kalb, Entschuldigung. Ja? Die dann an Allah geglaubt haben und die getötet haben, die an den Kalb geglaubt haben, die, ja, haben dann die Barmherzigkeit und die Reue der Unschuldigen, ja, bekommen. Was für eine Reue von Unschuldigen, die haben doch weiter an Allah geglaubt und haben dann die Leute getötet, die an den Kalb geglaubt haben. Was für ein Schwachsinn, Leute, ja. Und als ihr sagtet, oh Musa, wir werden dir nicht eher glauben, bis wir Allah unverhüllt sehen, da überkam euch der Donnerschlag, während ihr zuschautet. So, und ich mache jetzt Stopp. Leute, das war jetzt hier Vers 55. Leute, seht ihr, was für ein... Entschuldigung, Muslime, falls ihr Muslim zusieht, was für ein schwachsinniges Buch. Ja? Was für ein schwachsinniges Buch. Also, Muslim, ja? Du glaubst nicht mehr an Allah, du glaubst an einen Kalb. Ich töte dich jetzt. Ja, ich habe aber weiter an Allah geglaubt. Und ich kriege jetzt Barmherzigkeit von Allah, ja,
und bereue, ja, und sag, guck mal, es tut mir leid, dass der nicht mehr an dich geglaubt hat, Allah, obwohl ich habe doch an dich geglaubt, tut mir aber leid. Ja, okay, du kriegst die Reue und die Barmherzigkeit, obwohl ich doch überhaupt keinen Fehler gemacht habe. Ja? Sondern du hast den Fehler gemacht, kriegst aber trotzdem keine Barmherzigkeit, keine Chance zur Reue, zu sagen, Allah, es tut mir leid, dass ich den Kalb angeboten habe, vergib mir. Ja. Und ich soll dich töten und dafür bekomme ich Barmherzigkeit. Für das Töten bekomme ich Barmherzigkeit. Moslem, Moslem. Ja? Wenn du das weiter hier verteidigst, ja, dann hast du ein Problem im Kopf. Weil ich glaube, ich habe das gut erklärt hier gerade. Ja? Dass du matt in der Birne sein musst, wenn du glaubst, dass das von Allah ist. Matt in der Birne sein musst. Ja? Tut mir leid. Ihr Lieben. Also ich glaube, ich lese nicht mehr weiter oder vielleicht in der Woche, weil ich sage euch ohne Scheiß, wenn ich den Koran, ich lese den Koran oder die Hadithen, ich kann dann eine Woche gar nicht mehr. Ich kann dann eine Woche nicht mehr, ich muss abschalten, weil ich ganz klar hier sehe, wessen Handschrift das ist. Ja? Satans. Ja? Ihr liest hier die Handschrift Satans und ich tue immer selber den Leuten sagen, lest bloß nicht den Koran und wenn, ja, dann passt auf, denn er bietet euch Sachen an. Ja, jede kleinste Sünde, die ihr habt, macht er euch, tut er euch hier erlauben und dann könnt ihr schwach werden. Ja. Wie ich oft gewarnt habe, ja, unseren Freund Marcel, der ist jetzt, macht jetzt auch an, fängt jetzt auch an, Videos zu machen, supportet ihn bitte. Ja. Und ich habe immer gesagt, es gibt Menschen da draußen, die den Islam nur annehmen, weil sie Angst haben. Und der Marcel hat das in seinen Videos zugegeben, hat den Islam angenommen, weil er Angst hatte. Ja, und das ist, was ich meine. Mir hat das ein Mensch noch nie, ein Mensch hat mir das gesagt. Aber mein Geist sagt mir das. Und Marcel, wir sehen das bei ihm. Ja. Bei Marcel oder Manuel? Marcel, glaube ich. Und sehen, und er gibt das dann selber in ein Video zu. Und ich weiß das, ich fühle das im Geist, dass viele den Islam annehmen, weil sie Angst haben, sagen, okay, dann habe ich meine Ruhe, ich nehme den Islam an. Aber ihr werdet denn den Islam nicht studieren und werdet dann dran sein, wenn die Islamisierung dran ist. Denn wie wir in Syrien gesehen haben, wie viele Moslems umgebracht worden sind, die überhaupt gar keine Ahnung, ja, hatten vom Koran und so weiter. Ja? Und dann werdet ihr sehen, und die dann umgebracht worden sind. Versteht ihr, was ich meine? Ja? So. Also ihr Lieben, Islam annehmen, er bringt nichts. Ja, aus Angst, ihr werdet dann trotzdem abgeschlachtet werden, wenn Islamisierung ist, weil ihr überhaupt keine Ahnung habt von Islam. Versteht ihr, was ich meine? So, ich mach mal Stopp, ich habe echt keinen Bock mehr, Leute. Wenn ihr das liest, ja. So, ihr Lieben, Gott segne euch, liebe Muslime, ja. Verlasst den Islam. Ja, ihr seht hier ganz klar, dass das hier total das. Wenn es ein Märchenbuch wäre, wäre ja alles schön und gut. Ein Märchenbuch wie Buddhismus, Hinduismus oder was weiß ich was. Ja? Ein Märchenbuch von irgendeinem Gott oder Göttern, ja? Wäre alles noch in Ordnung. Ja? Aber wir reden hier von der Religion Satans. Ja? Wir reden hier von der Religion Satans. Und dafür sterben Menschen, Frauen werden vergewaltigt, Frauen werden unterdrückt und blibbelbob und blablabla und hin und her. Ja? Leute, so. Also, ihr Lieben. Gott segne euch, liebe Christen, liebe Geschwister. Ja, ich hoffe, dass ihr diese Informationen, so meine Logik, ein bisschen, ich bin ja nicht der sprachbegabteste Mensch, das gebe ich ja zu, aber dass ihr das vielleicht ein bisschen bessere Videos macht mit meiner Logik dass ihr Videos darüber macht. Ja, viele Sachen, die ich zum Beispiel als erstes gesagt habe, zum Beispiel, dass Allah tot ist, mit meiner Logik, die habe ich sogar vor Christian Prince schon gesagt. Ja, ich denke schon, dass ich viele Sachen sage, die wichtig sind, die ihr anderen Geschwistern sagen könnt, die vielleicht besser sprechen und das reinbringen in ihre Videos oder ihr, die besser sprechen könnt, Videos macht, ja, und endlich mal loslegt, ja, Leute. Wir müssen endlich mal loslegen. Umso mehr Leute Videos machen, umso weniger Gefahr hat der eine einzeln, ja, weil wenn wir 100.000 Leute Videos machen, ja, können sie uns nicht alle umbringen. Ja? Aber wenn hier vier, fünf Leute nur Videos machen und es wird ja immer schlimmer, bis es dann wieder, ja, bis AfD gewinnt und dann wieder, ja, bis dahin wird es erstmal schlimmer, ja, und laufen wir mehr Gefahr, ja, und umso mehr Videos ihr macht, umso schneller tut ihr ein Ende diesen ganzen Zeugs bereiten, ja, und helfen das zu beenden, Leute, ja, Videos machen oder auf Plattformen zu arbeiten oder was auch immer, ja.
Ja? So. Gut, ihr Lieben. Gott segne euch. Ciao, ciao.